Hallo und herzlich willkommen jetzt live mit Simon und einem Let's Play. Heute ist, was ist heute? Dienstagabend. Auf jeden Fall wäre hier normalerweise After Dark. Das habt ihr jetzt aber zum Teil schon auf dem Sender auch gesehen. Wir haben ja ein bisschen was aufgezeichnet, zumindest ein, zwei Spiele in die Richtung. Und ich habe was anderes, von dem ich anfangs dachte, es würde gut zu After Dark passen. Aber dann habe ich mir kurz angeguckt, wie es aussieht. Und das war dann doch am Tag und zu bunt. Grüße an den Chat an dieser Stelle. Und ja, ich war eine Sekunde zu spät. Tut mir leid, ich war noch gerade noch Kommentare auf YouTube gelesen zu meinen Moin Moin. Deswegen war ich dann irgendwie, oh fuck, ich bin live. So, ist aber egal, ne? Findet ihr nicht schlimm. Findet ihr sogar cool. Das ist Rocket Beans. Passen immer nur so, die senden nur immer zu 75% sind die anwesend, wenn die senden. Nein, jetzt ernsthaft. Das Spiel, ich will es noch kurz weiter rauszögern, zu sagen, welches es ist. Vielleicht kommt ihr ja drauf. Das hat mir Andy Strauß empfohlen vor kurzem noch. Es haben mir aber auch viele Leute aus der Community empfohlen. Gerade in Bezug auf After Dark wurde das immer wieder mal genannt. Und dann dachte ich, okay, das ist eins von diesen Sachen, was da reinpasst. Und Andy Strauß hat davon geschwärmt, als ich ihm davon erzählt habe, dass das Leute erwähnen. Und dann habe ich entschieden, komm, jetzt kaufst du es einfach direkt. Route 96. Und da ist schon Knackwurst Karl. Knackwurst Karl kennt Andy Strauß, weiß, dass Andy Strauß ein Autofan ist und sehr viel und sehr gerne Auto fährt. Und deswegen kann es nur dieses Spiel sein. Es ist ein Roadtrip, mehr weiß ich nicht. Er soll auf jeden Fall emotional, zutiefst emotional sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich da erwartet. Deswegen gehen wir kurz ins Spiel rein. Da seht ihr schon das wenig aussagende Hauptmenü sozusagen. Und da werde ich jetzt einfach mal reinspielen. Bin wirklich sehr gespannt. Ich weiß überhaupt nicht. Ich glaube, ich werde es heute nicht zu Ende schaffen. So, you're one of us, aren't you? Mind if I ask you a few questions? Question one. When you travel, you usually... Ja, also meistens bin ich dann halt wirklich alleine. Oh man, that's really sad. Nein, das ist mega fett, Alter. Next question. When you're traveling, do you follow... Aber ich will noch mal über den Sitz reden. Da hast du nur einen Sitz, du musst nicht an so einem Tisch... Immer spontan. Good to know. And what about politics? Möchte ich nicht drüber reden. If you disagree with our country's government. Nie! Regulieren, so viel ich kann. Wählen gehen, um Veränderungen zu bewirken. Ja gut, das sollten wir ja alle. Rebellieren ist, wenn man noch jung ist. Das ist dann so die Mittelzeit. Und das ist dann, wenn man richtig Geld verdient hat und merkt, es ändert sich nichts. Und das ist irgendwie das Passive, wenn man tot ist oder wenn man einfach zumindest politisch tot ist. So, nichts von... Nein, ich würde sagen, also ich bin so zwischen erwägen, ins Ausland zu ziehen und wählen gehen. Da ich eine faule Sau bin, gehe ich einfach mal wählen. Right on. Oh, one last question. Mhm. When you watch a movie, you do so to... Zu lachen, etwas zu fühlen, etwas zu lernen und zu entdecken. Das ist schwierig, weil das sind irgendwie alle... Alles von dem. Der Realität zu entkommen, ein Gefühl von Angst zu erleben, ein Rätsel zu lösen. Ah, das ist ganz schön schwierig da jetzt. Ich müsste jetzt quasi wirklich die Top 1 suchen. Das hängt ja immer vom Film auch ab. Zu lachen, etwas zu fühlen, etwas zu lernen und zu entdecken. Das eine sind Dokus, das andere ist Comedy, das andere ist Eskapismus, irgendwas Fantasy oder, ne? Und dann ein Gefühl von Angst in Horrorfilme. Ich nehme mal Horrorfilme, weil ich relativ viele gucke. Also zumindest versuche ich, alle guten immer zu gucken, wenn es welche gibt. Da war doch vor kurzem, den hat mir Trant empfohlen. Wie hieß der? Den habe ich dann auch geguckt. Der war gar nicht so schlecht. Hat ein gutes Monster. Ein sehr langes, wie so Beef Jerky-artiges Fleisch. Und dann so ein langer Slenderman, nackt. Come Play. Come Play. Guckt den euch mal an. Oder zumindest guckt euch mal einen Trailer an vielleicht. Oder vielleicht lieber keinen Trailer. But you might also watch a movie too. Ah, jetzt kommen hier die Reihenfolge. Also es ist schon häufig, der Realität zu entkommen, muss ich sagen. Etwas zu fühlen, finde ich ein bisschen hart. Vor allen Dingen bei Hollywood fühle ich längst nichts mehr. Thanks. Good to know. And I guess you're like the other runaway teens, trying to flee Petria. It's really dangerous to cross the border. You have to be careful with the people you meet on the way, believe me. Don't go fainting on me. But each decision could shape your destiny and Petria's too. Okay, I guess it's time for you to hit the road. I hope you're ready. Bisher kann ich mir noch überhaupt keinen Reim draus machen. Ich finde es immer spannend, wenn Spieler am Anfang so einen kleinen Psychotest versuchen. Das finde ich irgendwie immer, da fragt man sich direkt, okay, ja,
Was wollt ihr von mir? Was kriege ich am Ende? Kriege ich da meine 16 Personality Auslosung für die auch Geld kostet, wenn ich die bezahle? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Schlafen, Essen und Trinken helfen dir, dich zu erholen. Ich muss per Anhalter durch Amerika, nehme ich an. I'm here at our nation's border under National Mountain, the site of the Black Brigade terrorist attack in 86. If you don't remember, hundreds died that day when a brigade truck carrying explosive devices crashed into the mountain, triggering its peak to collapse. In 2 months, on the same day as the nation's election, in the same spot where I'm standing, the 10-year commemoration honoring the victims will take place. Give us all your darn money, bitch! Yeah, all your darn money! Robbery in progress. All cars in the area, respond immediately. Unit 2 here, on my way. Over. President Tyrak, the man who built the border wall behind me, protecting our nation, will be there. Protecting our nation? Ha! This event promises to be a solemn moment, and a time to celebrate the announcement of our next president. Ugh, total BS. Of course, I'll be there live, giving you the real story as it unfolds. This has been GNN's Sonia Sanchez reporting live. Okay, absolut anderes Intro, anderes Feeling, andere Musik, alles anders, als ich es erwartet hätte. Ich habe so ein bisschen Life is Strange, klampfenartiges, ne, herumgelaufe in einer schönen Gegend, vielleicht mit dem Daumen raus und so, erwartet. Es lädt noch, okay. Okay, ich bin offensichtlich jetzt mitgenommen worden. Ne? Das ist jetzt eine von diesen Geschichten. Erstmal trinken, ist aber nichts drin. Ich bin zuvor noch nie in einer Limousine gefahren, das würde nicht stimmen. Ich lüge nicht. Du bist irgendwie weit entfernt. Ja, danke, dass wir erstmal Dankbarkeit. Was liegt hier eigentlich alles so rum? Das ist sie ja! Das ist ja dieselbe, die von dem Bild, von dem Magazin. Der da ist das nicht, aber die da, die ist das. Danke, dass ich mich mitnehme. You're wondering why I've given you a ride. Ich habe auch schon mal Bang Bus gesehen. Das ist wahrscheinlich die weibliche Version. Bang Limo. Limo Bang. Weiß nicht, bin noch nicht sicher mit dem Namen. Tue ich das? I gave you a ride because I know your secret. Ich bin mir nicht mehr sicher, genau. Was ist denn mein Geheimnis? That you're my biggest fan. I don't deny it, honey buns. Ja, also wer sie ist, ne, weiß ich ja jetzt ein bisschen. Sie ist offensichtlich ein Argent Star und fährt die ganze Zeit. Es wäre so unnötig. Kein Star heute würde die ganze Zeit in der Limo rumfahren. Aber das ist auch so unnötig für eine Person, ne? Klar, dass du Leute mitnimmst. Du bist fucking einsam. Well, it's written all over. Ich bin natürlich großer Fan. Now relax. You must be exhausted from being on the road. Oh, ich kann auch ranzoomen. Das ist sehr angenehm, ja. Normal size remote to your left. See it? Everything you ever wanted can be accessed by pressing one of its normal size buttons. Come on. Was mir aufgefallen ist, in den Limos, in denen ich bisher meistens von irgendwelchen PR-Sprechern organisiert und ähnliches rumgefahren bin, und das ist auch schon lange her, da ist nie Alkohol drin. Das sind immer nur irgendwelche, da steht immer Shit, aber die wollen eigentlich nicht, dass du den benutzt. So, du sollst gefälligst aus der Dose trinken weiter und die mitbringen und mitnehmen. Und wenn du einen Fleck machst, gibt's auf den Sack. Aber es muss immer schön alles vollstehen mit irgendeinem Müll. Das sind meine Erfahrungen. Schon mehr als einmal habe ich versucht, irgendwas von den Getränken mir einzuschütteln, wollen die nie. Finden die nie gut. Ist wahrscheinlich auch Wasser, einfach nur. So. Kurz mal hier meine Limo-Erfahrung ausgepackt. Naja. So, anhalten oder hoch? Was ist das hier? Ich bin ein Fragezeichen, Mann. Not that one. Was denn? What can I do for you, Sonia? Entschuldigung. Ja, wer ist das? Ja, der fucking Fahrer. Was hast du gedacht? Wer das Ding hier fährt? Elon Musk, oder? It's all right. Nothing, Adam. Just do your job, would you?
This is my job, Sonya. Sure you don't need anything? Yes, I'm sure, Adam. Bye! Oh, da zieht es einem wirklich alles zusammen. Also sie ist auf gar keinen Fall Sängerin. Sie kann eigentlich nur... Doch, sie muss... Das ist ein Mikro, ne? Dann ist sie wahrscheinlich schon... Ach, Journalismus-Gedönse, ne? Sie ist CNN oder irgend so... I'm just gonna grab the normal size remote on this side and... Oh, look at that! That's what rich people call a sunroof. Now go on, climb up there. Ey, ich mach doch nicht einfach alles, was du von mir willst. Ich trinke erstmal einen. Okay, jetzt habe ich Energie verloren. $3 habe ich nur, ne? Das ist echt nicht viel. Okay, die wollen halt wirklich, dass ich das mache. Was ist da? Moment mal. Das ist doch so ein Erpresserbrief. Watch your back, Sonja. Das ist offensichtlich keine Anweisung von, weiß ich nicht, einem Fotografen oder einem Dermatologen. Das ist... Hallo? Das ist... Okay. Offensichtlich kommt das später noch. Ah, das ist ganz geil. Das gefällt mir. Ich mag diese seltsame Art, wie es anfängt. Frag mich, ob diese Begegnungen random sind oder ob ich quasi jetzt auch eine andere hätte haben können. Mir ist ein Fliegen. Ich habe eine Wassermelone getragen. Uh-huh. Yep. Do me a favor and grab one of those fan lighters beside you. Don't like to touch them much myself. Es ist schon geile Musik. Man geht in diesen Porno-Modus, wo alles passieren kann. Vielleicht habe ich schon keine Hose mehr an, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich selbst nicht. Ich bin absolut gefühllos ab hier. Einfach ab hier. Ich sitze ja auch heute schon seit Mittag hier rum. Yeah, yeah, yeah. Entschuldigung, ich höre jetzt auf, aber offensichtlich sind wir jetzt an diesem Punkt. What's it say? Das kannst du nicht lesen? Oh, I see. Put on the pile labeled deference. Oh gosh, almost every day. That's why I got Adam, my bodyguard and driver. Ja, dann solltest du den aber ohne Scheiß besser behandeln. As he is. Do you want me to turn the audio off, Sonya? Yeah. It's a question I ask myself all the time. Believe me. But whoever it is, they won't do nothing. I've been getting letters for 10 years, Snookums. Yet here I still am. Sonja? What is it, Adam? Adam, I'm having a moment here with my biggest fan. It's time. For the Sonja show, of course. I never miss it. Now park those buttons. Ah, sie guckt ihre eigene Show. Es wird immer unangenehmer. We say it's live, but that would be way too hard. With the election only a few months away, early... Wir haben heute Game 2 Moderation gemacht. Die haben 20 Minuten gedauert nur. Früher haben wir da irgendwie Stunden und jetzt fahren wir noch dahin und dahin und machen noch 20 Minuten. We have additional teens. And blah, 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 blah. You can ask me anything you want. You know that, right? Jetzt sind wir auf Reddit. Die ist mir viel zu intim, ganz im Ernst. Ich bin doch hier der Typ, der eigentlich der Creepy sein sollte. Stattdessen habe ich schon ein bisschen genug von dir gerade. Oh, das sind drei interessante Fragen. Wissen Sie irgendwas über Polizisten auf der Road 96? Weiß ich nicht, warum soll ich das fragen? Berichten Sie über Jugendliche, die die Grenze überqueren? Das habe ich im Radio gerade gehört. Haben Sie irgendwelche Tipps, wie man auf... Das ist doch mal... Aber die hat natürlich keine Tipps und deren Tipps kann ich als Mann vermutlich nicht ausüben. The more money you got, the better. Sometimes I withdraw money from my account just to hold it. Then I put it back in again. Weint in Nullen. wir müssen von den Reichen stehlen. Das finde ich richtig gut. Ja, das stimmt ja eigentlich, ne? Geld sollte geteilt. Also ich kann sie doch nicht einfach so schlecht anpumpen. Oh, it definitely does. Wait, you feel that? We're slowing down. Ring Adam for me, would you? Yes, Sonja? It wasn't me who rang, Adam. So stupid.
It was my biggest fan. Yes, Sonjas biggest fan? Ich möchte mit ihm reden und Therapie machen. Ich weiß nicht, warum er sich diesen Job gibt. Wie viel zahlt sie dir? Das wäre meine Frage. We're pulling into a security checkpoint. Oh shit. Like there's another protest. And to think this was once a nice totalitarian nation. Probably Tyrak trying to steal the election. Or Tyrak increasingly taking away their civil liberties. Ugh, babies. Aber warum demonstrieren die mitten in der Wüste an einem Canyon? Ist das nicht mit der schlechteste Ort, um zu demonstrieren? Jetzt mal ernsthaft, wie wär's denn mal mit gegenüber von dem Regierungssitz? Nein, nein, der Canyon, den haben wir schon gemietet. Der muss es jetzt sein. Buh, ich bin ja auch nur Gefangener. Gefangener des Kapitalismus. Sie lassen mich nicht raus. Ich muss hier leider in diesem kuscheligen, rosafarbenen Plüsch Limo-Wegelchen weiterfahren an euch vorbei. Ach, weil der Security-Checkpoint ist. Okay, gut. Aber dann hätten sie sich doch nicht an der Straße. Sie müssen sich konzentrieren, zusammen vor dem Checkpoint. Ach, die werden jetzt hier endlos, würden die demonstrieren. Das ist ja wie in Real Life. Oder wir fahren im Kreis. They think my station is owned and operated by the state. Which it's not. I mean, not 100%. Here come the police. This party is about to blow up. Der, die ist echt lustig, ne? Hey, get out of my way! Yeah, you, loser! Get out of my way! Hey, get out of here, loser! Sonja, please, get back in the limo. Die hat wirklich keinen Kühl und null Bock. Ich beweg mal dieses Kissen. Und nehme diese Single. Cocoon on the road. Cocoon on the road. Cocoon on the road. Okay, weiter reden. Du solltest auf Adam hören. Ja, aber ernsthaft. Aw, oh, you love your Sonja, don't you, honey pie? Uh-oh, they have rocks again. Also, es klingt ja schon, es ist ja schon sehr eindeutig, dass es wirklich ein totalitärer Staat ist scheinbar, dass da irgendwie wirklich schlimme Dinge passieren. Deswegen glaube ich, ihr Ärger ist gerechtfertigt. You're starting to sound like a black brigade, sweetie. Uh-oh! Police is blowing this party up! Mein Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Well, these terrorists are enemies of the state. Offensichtlich ist irgendwo Donner. Geht mal lieber in die Höhle, bald scheint es zu regnen. Nee, ich glaube, das ist die Polizei, ne? Ich sehe halt nichts, aber kann ich nicht, ich würde so gerne jetzt wieder aufs Dach. Wie können Sie sich eine Reporterin nennen? Genau, shame on you. You're in my limo. Remember that. Here comes our escort, Sonja. Das macht sich alles nicht gut auf Instagram. We made it. Not that there was ever any doubt. Exciting, no? Alter. Ja, okay. Also das war eine schöne Szene. Ich habe ein bisschen drüber gelabert. Tut mir leid. Ich bin jetzt beim nächsten Mal. Ich weiß ja nicht, was mich hier erwartet. Ne? Ich werde jetzt beim nächsten Mal einfach weniger reden. Aber ich bin versucht, die ganze Zeit was dazu zu sagen, weil mir werden ständig Dialoge angeboten. Da muss ich natürlich irgendwie auch ein bisschen was dazu sagen. No, not really. Ich bin voll anti. But I'm not when I say I want you out of my limo. I thought you were my biggest fan. Ich kann also nur bitten, dass ich weiter mitfahren darf oder einfach, dass ich weiter mitfahren darf. Aber das eine ist ein bisschen schleimiger, ein bisschen unterwürfiger. Nein, ich sage in Ordnung. Adam, drop this loser off. Ich hab doch in Ordnung gesagt. So long, kid. Na gut, ah, es ist mir egal. Es ist mir völlig egal. Du bist eine Stinkperson. Pupu, Pupu, Stinky Pupu Person. Ja, ja, ey, und jetzt einfach so ein, ne, so ein Stromkabel auf der falschen Höhe oder vielleicht ein Adler, der einfach gerade Tiefflug übt. Das waren doch ganz gute 300 Kilometer jetzt. Also, warum ist es überhaupt Kilometer und nicht Meilen? Da hat jemand an die Deutschen gedacht. Da bin ich mega beeindruckt schon mal. So.
Drücke nach oben, um zu rennen. Bin ich... Nee. Kann ich hier rennen? Nee, ne, das ist einfach nur Quatsch. Das kommt jetzt noch. Oh, da geht mir die Energie aus. Warum habe ich eigentlich... Ist das meine Frisur? Ist das meine Haarfarbe? Da kann ich verstehen, dass mich keiner mitnimmt. Wie viele Farben wollen Sie auf Ihrem Haar haben? Ja. Ja, plus ist das eigentlich schon. Vote Florence. Donate Patricia Front for Freedom. Ein Stern nur. Na, das ist nichts. Das kann ja nichts werden mit nur einem Stern. Oh, das ist das Thema, was wir vorhin schon hatten. Vermisste Jugendliche. Wenn Sie irgendwelche Informationen haben, rufen Sie mich an. 6 Personen werden vermisst. Die sind ganz sicherlich auch bei dem Protest irgendwo verschwunden. Würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt habe ich eine Lampe. Nicht mal. Weder einen in der Lampe noch eine. Oh, das ist schön. Ein Mond, ne? Bin mal ruhig kurz. Ich hab die ganze Zeit Angst, dass jetzt von links und rechts irgendwie Sandleute kommen und mich schießen und dann sprühe ich Funken und fall um, während alles aus mir rausschießt. Oh, ist das geil. Boah, hätte ich da keinen Bock zu pennen. Da lieber mitten auf dem Mittelstreifen der Straße. Kein Scheiß. Würde ich auf gar keinen Fall, würde ich da. Ah, jetzt trinke ich hier das alte Gesöff von irgendeinem Penner. Besser als gar nichts, ne? Ich hätte wirklich noch mal was trinken sollen. In der Limo, bevor ich... Maybe we don't have to wear the outfits all the time. Crazy talk, Mitch. Now, shh, it's almost time for the Sonia show. I wonder what she's gonna wear today. Me too. That pink number, maybe. Ah, das ist ganz schön geil. Das sind halt echt die Dudes jetzt mal. Wie die auch aussehen. Und da hängen die hier den ganzen Tag rum. Ja klar, wo auch sonst, ne? Das ist wirklich, also, wie ihre Visitenkarte. So, ich versuche gerade den Button zu finden, um in die Hocke zu gehen, weil ich mir sicher bin, dass die mich irgendwann hören, wenn ich jetzt nicht irgendwas mache. Y, nee, vielleicht kann man einfach nicht in die Hocke. Ist das dein Ernst? Ich gehe weiter und dann schnappe ich mir deren Krat. You hear that? Oh, shit! That's not the creep after Sonia, is it? Nope. Kane ain't nothing but a hitchhiker. Tie him up. Told you he wasn't dead. You were right. Ich werde dich verklagen. I owe you 5 big ones. I don't have it on me right now. Sie haben mir die Baustelle auch nicht abgesichert. As soon as we rob the kid. Okay, es wird also ein Kind. Big talk. Ausgeraubt noch. Feller tied to our kitchen chair. Give us all your money. $3. And you'll walk out of here with just a few broken bones. Yeah, all your money. So wie ich das sehe, finde ich, solltet ihr mir Geld geben. Da ist, guck, da ist doch Geld. Ich hab Geld. Ich hab was gefunden. Wie geil, ne? Auch so klassisch. So kriegst du nur bei der Cartoon-Bank dein Geld. Mit so einem Beutel, wo die Währung noch draufsteht. Fehlt noch, dass sie irgendwie 5000 Kachinka-Coins draufschreiben, sodass es jeder weiß. Fick dich, ich hab kein Geld, immer mit der Ruhe. Komm, die $3 kannst du halt echt haben. We're the ones giving the orders. Maybe I'll have to show him the beat. Whoa, you hear that? Ich will die Bestie wirklich nicht sehen. Wie kann ich das vermeiden? He only has a few bucks, Stan. You check his socks? Yep, that's all there is. Kid's a loser, Stan. Ja. Be nice to rob someone actually rich once. Sure would, Stan. Mitch, this kid is starting to hurt my ears. Show him the beast. Good pleasure. Now come on. We got work to do on our investigation. Ah, wir sitzen auf dem Stuhl, ja. Hangs in a balance.
like I'm going crazy, Mitch. Yeah, me too. And if we don't crack this soon, it'll be too late. Quiet, little buddy. Do I have to show you the beast again? Yeah, shut your trap. Let the grown-ups think in peace. Ja, jemand sagt es im Chat, es klingt, als hätte einer von denen eine South Park-Stimme. Das stimmt, ne? Als würde man die kennen, aber ich glaube, es klingt nur so ähnlich. Ich helfe euch einfach, bei was auch immer. Kid, someone wants to end Sonya's life. The famous reporter? Yeah, we doubt that you could help us. Ich habe sie kennengelernt, genau. Stan, remember what we read in the Goss Mag? Oh yeah, she had a kid in her limo. Pick him up. We'll make you a deal, kid. Help us, and you'll get your money back. Die ganzen $3. Ja. So we're trying to find out when the killer's gonna attack. We got some of his letters and things right here. When he's gonna attack is somewhere in them. We just know it is. Es ist wahrscheinlich der falsche Moment, um euch zu sagen, dass ich irgendwie nicht ganz zugehört habe. Ich war so fixiert auf das, was hier im Fernseher gesagt wird. Wollen wir nicht lieber ein bisschen Fernseher gucken? Scheiße, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe nicht zugehört. Ich habe nicht zugehört, verdammt nochmal. Ihr muss ich das jetzt alles ein... Muss ich das jetzt alles? Today marks the anniversary of Lola's death. In exactly 2 years, I will take my revenge. Do we know when that was recorded, Stan? Yeah, sometime in 1994. Alles gut zum 8. Geburtstag. So, we know the girl's birthday. Okay, 79, ne? Was? Ernsthaft? 79? Ist ja mein Geburtsjahr. Mein Gott, die Person ist ja uralt. Wollen wir nicht einfach warten, die stirbt von alleine. Ist nicht mehr lang. He says he's gonna act on his kid's birthday. Und Schlaf ist nicht mehr zu denken. Ich verbringe meine Nächte im Büro, plane und plane noch mehr. Ein Prepper. Ich weiß jetzt, dass ich es an Lolas Geburtstag tun werde. Ja, Sonja Sanchez und die Brigaden werden für ihre Taten bezahlen. Darauf kannst ihr wetten. Also ich glaube, ja, irgendwas ist mit der Tochter von dem potenziellen Attentäter passiert und wahrscheinlich ist diese dämliche Reporterin darin verwickelt. I guess his daughter was fond of reptilians. Papa, Herr Winters meint, ich sollte niemanden kontaktieren, aber ich denke, ich sollte es dir sagen. Wir brechen morgen früh auf und werden in 4 Tagen etwas tun, das alles verändern wird. Okay, mit. Und der hat der Dinosaurier was damit zu tun? Ach, schwierig. Eines Tages wirst du verstehen, warum ich mich den Brigaden angeschlossen habe. Versprochen. Alles Liebe, Lola. Okay, also Lola hat irgendwie was mit den Brigaden zu tun. Das wiederum hat was mit der Reporterin zu tun. 94. Die Tage vergehen, ein Tag nicht wie der nächste, dann ein Moment der Klarheit. Ich habe es mir ein letztes Mal anders überlegt. Ich weiß, wann ich handeln werde, ich weiß nur noch nicht, wo. Das haben wir sogar schon mitgekriegt. If anything happens to sweet Sonya, I might just go crazy! Liebe Lola, heute wärst du 23 Jahre alt geworden. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden, aber bei mir scheinen sie wieder aufzureißen. Autsch. Dennoch habe ich beschlossen, dass dein Geburtstag kein Tag des Todes sein sollte, auch wenn sie es verdient haben. Heute wird immer der Tag sein, an dem mein kleines Mädchen geboren wurde und nichts weiter. Damit bleibt nur ein Tag für meine Rache. Nur einer hat sie 364 Tage Geburtstag. Der Tag vor 10 Jahren, als du sagtest, dass sich alles ändern würde. Der Zettel, den haben wir gerade gelesen. Es hat sich verändert. Aber nicht so, wie du es meintest. Okay. Oh nein, shit. Das ist ja wirklich ein Rätsel, ne? Ich muss jetzt wirklich irgendwas machen. Datum. Oh Mann, welches Datum? Das ist doch hier das Datum. Ah, ne, Moment, da war es ja. Genau, da stand es ja gerade. Moment. Okay. Der Geburtstag ist es nicht, sondern immer der Tag, an dem es. So, der Tag für die Rache vor 10 Jahren. Als sie alles ändern wurde, also der Tag hier, ne? Mit dem. Nee, der Tag hier, mit dem. Ja, alles ändert vor 10 Jahren. Okay. 5. September 1968. Ist bestimmt wieder falsch, was ich jetzt eingebe. Die 5.
Ist das nicht richtig? Ist das falsch, meine Freunde? Yeah, well, maybe the girl's birthday is misleading. Aber da stand, es passiert erst in 4 Tagen. Verdammt, jemand hat recht. Danke, lieber Chat. Also, 1, 2, 3, 4 Tage voran. Oh, that's it. I am a genius. Ich alleine, niemand aus dem Chat, nur Simon. Deepest apologies, I showed you the beast earlier. Guy. I don't know what I was thinking. We still need to figure out what this guy looks like. And where the attack is gonna happen. But, you know, now we're making progress. Yeah, we are. Here's your cash, kid. It's best to honor one's promises. Stan and Mitch rules. Ah, ihr seid wirklich voll Deppen, ey. Wie ihr auch schon ausseht, ne? Ihr könnt ja wirklich einer von euch eigentlich sehen, die, ich glaube, also irgendwie so ein bisschen sollten die mehr aussehen wie diese Typen, die das Kapitol gestürmt haben. Ihr wisst schon, die mit den ganzen Hörnern und dem Helm und dem Fell und den blauen Kriegsbemalungen wie in Braveheart. So müssten die eigentlich aussehen. Dann ist die Message auch klarer. Weil die offensichtlich die Volldödel sind, die den anderen Volldödeln helfen, ihre Dödeligkeit anderen aufzuzwängen. Hast du irgendwelche Tipps, wie man die Straße überlebt? Weißt du, wie ich die Grenze überqueren kann? Gibt es viel Polizei? Ich habe offensichtlich Probleme mit der Polizei. Hast du irgendwelche Tipps? Nee, weißt du, wie ich die Grenze überqueren kann, oder? Mitch and I never do that. Petria's been good to us, making us thieves and all. But I heard smugglers can help. Das würde auf jeden Fall helfen. Ja, ich hoffe, die Brigaden zerstören die Mauer. Hoffe, dass ich Flores gewinnen sehe, bevor ich die Grenze überquere. Ach so, damit dann die Mauer fällt, nehme ich mal an. Oder Zerstörung. Ach, ich gehe all the way. Also ich glaube, Flores ist doch in dem Fall die gute Einsterne-Politikerin. Want to see a female president, do ya? I get that. Okay, dann sind wir ja einig. Mir ist eigentlich das Geschlecht völlig egal, wenn ich ehrlich bin. Der Stern von ihr auf dem Plakat hat mich beeindruckt. Ja, habe ich jetzt gewonnen oder ist jetzt vorbei? Ich gucke weiter. Ach, die sieht sogar in ihrer Pixeligkeit nicht unbedingt schlecht aus. Er ist wohl der Böse, deswegen der rote Hintergrund. Und sie hatte ja einen Stern und Blau. Das ist ja offensichtlich, wer da der Gute und Schlechte ist. Die Farben machen es ja schon klar. Ja, und was mache ich denn jetzt? So, jetzt klaue ich noch irgendwas. Was habt ihr noch da? Guck mal in den Schubladen. Na, Klopapier. Das wäre richtig scheiße, ne? Hier, genau, der Präsident Tyrak, wie das schon heißt. Es ist wirklich so ein lustig. Tyrak ist wirklich schon lustig, ne? Weil es einfach ähnlich ist wie Tyrann und Irak. Was irgendwie überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Aber ich glaube, da habt ihr hier nicht keine Tür. Das ist aber eine gute Idee. Ist eine gute Bude, muss ich sagen. Guckt man nur übers Dach rein, über das Fallbrett. Was soll ich denen den Ride klauen? Ja, ich klaue denen das Motorrad. Haha, ihr Volldeppen! Oh. Ach, ich habe das nur geklaut, leider. Also aus dem Motorrad. Das wäre so geil, wenn ich denen einfach. Ich hätte gerne denen jetzt das Motorrad geklaut. Stan and Mitch! Stan and Mitch. Das ist eine gute Ecke. Also die Chancen sind wirklich relativ groß, dass hier schon jemand, dass das nicht zufällig so hingeweht wurde, sondern dass hier jemand auch lebt. Und wenn der hier so lebt, dann hat er nichts anderes. Das ist ja nicht so, als ob der die Villa um die Ecke hat und das ist so sein Hobbykarton. So, okay. Naja, interessant. Konnte ich da einfach mal fremd schlafen. Also ich muss sagen, das Spiel ist toll. Also ich habe jetzt schon, es hat mich jetzt schon so für sich eingenommen, weil es irgendwie einfach so bizarr anders ist.
Jemand hat im Vorfeld gesagt, Lost Highway, das ist ja der David Lynch-Film, den ich gesehen habe, aber nur noch schwer zusammenkriegen würde. Aber ich glaube, dieses Gefühl der Verlorenheit und diese kuriosen Begegnungen. $3. Warum nicht, ne? Damit erfahre ich mal ein bisschen was über mich. Hello? Muss ich hier am Telefon beantworten? Oh Mann, ich darf nicht reden scheinbar. Oh doch. Is that you? Where are you? Mom and Dad are so worried. Oh. Well, you better make it. If you don't, I'm gonna be so mad at you. No, you'll make it. You have to. Vielleicht hat sie Geburtstag oder ist irgendwie hat diese Inauguration auf der Uni oder so, wo die Hüte werfen und dann, nee, was, Hüte kriegen sie am Ende, ne? Was ich meine ist, vielleicht will der die irgendwie besuchen oder das ist, also, vielleicht soll es nur so wirken, als wäre er irgendwie kriminell oder hätte was Schlimmes getan, weil er immer Angst vor der Polizei hat. Geil, wie die Federung so mitgeht. Ja, und vielleicht geht's am Ende um was ganz anderes. So, ich will jetzt auch kein Spiel spoilern, deswegen sage ich noch nicht mal den Titel. Aber es gibt ein, zwei andere Spiele, wo man dann denkt, es ist das eine und dann ist es aber doch was anderes. Und das Tolle ist wirklich, dass man es einfach bis zum Ende hofft, dass es doch noch irgendwas Krasses ist. Aber dann ist es einfach nichts und das ist auch cool. So, ich hoffe, ich habe keinem irgendwas gespoilert jetzt, was zufällig passt. Ja, das Trampen hat nicht geklappt. Taxifahren, $1. Ey, der Anruf hat mich schon so viel Geld gekostet, wenn ich ehrlich bin. $7. Wie kann es sein, dass ein Taxi da nur $1 kostet? Ja, da müssen wir halt laufen. Ja, es wird hart, ne? Jetzt laufen wir einfach mal. Aber er schafft es ja eigentlich ganz gut. Da ist er jetzt gerade 20 Kilometer gelaufen. Alter, 20 Kilometer gelaufen. Wann seid ihr das letzte Mal 20 Kilometer gelaufen? Das dauert dir den fucking ganzen Tag, Mann. Wie schnell läuft man? 2 Stunden, 2 km/h oder 3 km/h? Eher gemütlich chillt man eher 2 km/h. Einfach 10 Stunden. Mit müden Sohlen erreichen wir diesen doch eigentlich ziemlich romantischen White Trash Wohnmobilfriedhof. Das ist, wenn man ganz aufgegeben hat, wenn einfach das Wohnmobil schon komplett fest fixiert ist in dieser ganzen Location, ab da wird das Wohnmobil einfach zu der billigsten Behausung der Welt. Was als, eigentlich ist es ein Tiny House. Wenn man ehrlich ist, ist es ein Tiny House, bevor es Tiny Häuser gab. Weil sobald man die Reifen abmacht, wird jedes Wohnmobil zu einem Tiny House. Das ist eine sehr schöne Katze. Ich hoffe, das ist im Englischen nicht falsch zu verstehen. You're gonna vote, right? Das ist deine erste Frage. Da weiß ich nicht, ob ich da überhaupt antworten will. Ich bin mir nicht sicher. Well, you should. You know, that's another reason Tyrak sends you teens, you know where. So that your vote can't be heard. Ich will aber mehr über die Katze wissen. That's Mr. Bottles. Don't be fooled. Dude is a wild man. Da habt ihr es nicht gesehen, aber da ist sie. Die Errungenschaft. Was war es? Irgendwas mit Katzen. Also, ja. Irgendeine Errungenschaft. Ich muss sagen, die Musik gefällt mir. Also ich finde das ja jetzt auch nicht, wie gesagt, ich finde es ja sehr unterhaltsam und eigentlich ganz schön aufgemacht, aber ich hoffe, dass diese politische Backstory einfach nur der Untergrund ist für das Ganze und nicht jetzt es nur darum geht, mir die ganze Zeit Politik, ich meine, ich habe jetzt schon verstanden, die einen sind gut, die anderen sind böse, es ist nicht so wirklich, es ist nicht so hochkomplex.
Für dich vielleicht, ja. Du wohnst ja auch hier auf 3x4 Metern, ne? Aber gute Musik hörst du. Möchte man direkt irgendwie jammen. Entschuldigung, hast du etwas Kleingeld? Tut mir wirklich leid, aber hast du was zu essen für mich? Da habe ich keine guten Quoten, wenn ich das versuche. Ich frage mal trotzdem nach Essen. One of them, huh? Sorry, kid. I got nothing. I got nothing. Wenn ich jetzt eine andere politische Richtung gehabt hätte, hättest du mir Essen gegeben. Das macht dich aber eigentlich zum Hypocrite. Nee, auch falsches Wort, aber eine Beleidigung, die du verdient hast. Oh shit, aber das wollte ich doch gar nicht. Ich habe einfach mal gedacht, mein Gott, mein Vater war Bürgermeister. Wisst ihr, wie oft meine, von meinem Vater die Wahlplakate vollgeschmiert waren? Ich sehe das als kreative Scheiße. Das ist wirklich dumm gelaufen jetzt. Das gibt nur Ärger. Das hat mir hier überhaupt nicht geholfen jetzt. Kann ich genauso gut hier in so einer Magerkappe rumlaufen. Ach shit, das wird voll schlecht. Direkt mal irgendwo quasi das Hakenkreuz hingemalt. So das Äquivalent dazu. Stabbed here 2 days ago and they never came. The cops aren't gonna show for this. I don't have time for this. Just admit you stole from me and I didn't do it. Ist er nicht der Fahrer? Der sieht aber original aus wie der Fahrer. She stole money from my office then tried to pay our rent with it. I don't need your money, man. How are you? Her attorney? No, I don't have proof. She turned off my security camera. She's a criminal mastermind. Die sitzt auf ihrem Wohnwagen mit einer halben Trompete. Naja, vielleicht sogar einer ganzen. Okay, jeder einzelne Sticker. Resist Sticker! Also, bist du sicher, dass du genug Piercings hast? Ich bin mir nicht sicher, ob du genug Piercings hast. Du solltest nochmal überlegen, ob du nicht noch irgendwie, du hast hier unten noch was frei. Oder mal, weißt du die neuen Piercings in den Ohren? Lass ihn in Ruhe, du Schwein. You teens, I don't need the hassle. I'm out of here. Ja, Mann, hau ab. Der Typ hat da hinten auch die Plakate angemalt. I was handling it. Der Typ war ein Widerling. Jetzt muss ich mich irgendwie wieder einschleimen. Well, thanks. I guess. Anyway, welcome to the Night Skies Campground. If you like crappy trailers, this place is the best. Lustig, weil jetzt im Chat alle getriggert sind, also alle, die sich irgendwie mit Blasmusik auskennen, was wahrscheinlich nicht so viele sind, aber es sind mehr, als ich gedacht hätte. Die sagen, das ist keine Trompete, das ist eine Posaune, du Klaune. Und dann sage ich dazu Posaune, dass man nicht so laut in den Chat, du Tröte. Es sind mehrere als nur eine. Also jemand sagt auch Saxophon. Okay, damit bin ich nicht der Dümmste hier. So, ich liebe beschissene Wohnwagen. Then you found your paradise, man. Posaune macht Laune. Wo kann ich umsonst schlafen? Ich und mein... There's some cardboard around here. Near Dancing Carl. Also als armer Penner mit $2 und wenig im Magen hat man hier wirklich keinen Schneid. Ne? Kriegt man hier nichts gebacken. Tanzender Karl? He's like this guy who's really competitive about dancing. You'll know when you meet him. Yeah, see you around, I guess. Da wird gebaggert die ganze Nacht. Okay? Morgen ist hier die Baustelle. Ich kann ja nicht einfach hier rumlaufen und überall ranklopfen. You give me another week. Können Sie mir eine Bockwurst rauswerfen? Das wäre jetzt wirklich nötig. $2, ich krieg doch bestimmt irgendwo was zu essen. Mäh. Geil. This is 191.9, the voice of the brigades. This is your papa baby here. With the upcoming fraud of an election, more and more countries are calling for the resignation of Tyrant. I mean, Tyrak. But will he step down? Of course not. Which is why, dear listeners, we must resist this man and his government as much as we can. And now, here's a tune from a fresh new band. Remember, Papa Baby loves you. Okay, und jetzt kommt Don't Give Up von den Young Rebels.
Hier, das ist ja geil. Jetzt kann ich da quasi das Gleichgewicht des Vandalismus wiederherstellen. Diese Entscheidung soll ja auch Auswirkungen haben. Er ist nämlich der böse, pfui, Teufelsmann mit dem Hitlerbärtchen. Da sieht man es schon, 2 Sterne. Siehst du, die andere Frau hat nämlich nur 1 Stern. Die braucht diese Scheiße nicht. Ich habe aber leider keine... Oh, okay, könnte ich mir den Soundtrack, den ich, glaube ich, gar nicht gekauft habe, könnte ich mir hier anhören. Jenny, what did I say about the radio? Turn it off! It's not me, I swear. Also die Musik ist wirklich toll. Echt, also es sind so viele Sachen, wo ich mich frage, darf ich das? Soll ich das? 96112. Funksender der Brigade. Also die Brigade sind damit sowas wie die Vasallen von dem Dödel hier. Von Hitler 2. Doppelt so schlimm wie Hitler. Who's that? I hope this moment never ends. Ach, einfach mal so ein bisschen Fußball, ne? Geile Sache. Wie dieser Ball sich meinem Fuß anpasst. Er versucht sich zu widersetzen, doch ich bin am Ende der Entscheider, wo es lang geht. Die eine Sache, wo ich entscheiden kann, wo es lang geht. Immer dem Fuße nach ins Tor! Und die... Nee, ich dachte, da ist jemand nur online gegangen. Ich dachte, ich habe gerade so ein... Hier, ich habe eine weitere Errungenschaft bekommen. Wo ist der Ball? Ich würde ihn schon gern irgendwie über die Mauer irgendwie und einfach wegkicken, dass er für immer weg ist. Go vote. Ja, hier an der Ecke sehen sicher alle. Das kriegen alle Lurche und Eidechsen der Umgebung kriegen das mit. Was sind das hier? Das ist jetzt aber wirklich interessant, weil das gehört ja dann definitiv... Das ist ja nicht so, als ob die das gebaut haben. Wie soll ich das sagen? Das ist ja nicht zufällig dahin gebaut worden. Das soll ja irgendwas darstellen. Das ist ja offensichtlich keine Natur. Das hat direkt mein Interesse jetzt geweckt. Kann ich da hin? Ich habe eh kein Geld, kein Essen, gar nichts. Ich und der Fußball gegen das Unrecht. Hast du jetzt was zu essen? If you want to run a trailer, go up the stairs to my right and talk to the owner. Otherwise, find the dancing guy. There's cardboard near him. Nee, da ist heute nicht viel. Kann ich hier noch was vandalieren? Nee, leider auch nicht. Geil! Das ist eine gute Frage, ne? Ich meine, man darf nicht wählerisch sein. Wie verrottet kann der schon? Verrottet, guck dir es doch mal an. Also, ich meine, die Pommes hier, das ist eine halbe Stunde alt, das Ding. Ja, Mann, reib's dir rein. Das ist ein hartes Leben auf der Straße, ja, Mann. Komm, gib mir was von deinem Bier. You got any money? Ich wollte dich gerade anpumpen, Alter. Aber gut, du hast eine Kassette auf deinem... Ist es ein Tattoo von der Kassette? Du hast das Geld wirklich nötig. Nice. Can I have some? Ach, ich habe ihm jetzt gerade nicht mal was gegeben. Ich habe nur geantwortet, ja, ich habe Geld. Ich habe nicht genug. Ich würde dir ja gern geben. Ich habe keine 3. Ach, jetzt. Na gut, ich brauche ihn, glaube ich, nicht fragen, ob er was für mich hat. Oh mein Gott. Da wackeln die Füße. Okay, es ist nicht die Art von Party, die ich erwartet habe. Der Dancing Guy, der hat Pappe für mich. Pappe. If you really dance with me, I'm on another level. But knock yourself out. See what I mean? Me? Okay, jetzt alle im Chat einmal kurz irgendein Dancing Motion. Ich höre erst auf, wenn ich von jedem einmal. Gib mir die. Was gibt's denn hier? Egal, von mir aus ein Salz. Ist mir völlig egal. Irgendwas, genau. Ja, jetzt wird hier gedanced. So muss das sein. Pepe Dance. Cat Jam. Hype. So.
There's some cardboard right there beside that guy, but he's a snorer. Also wenn ich... Da ist doch gar keiner, oder? Der Typ hier? Also wenn ich später irgendwie nochmal... Also das Spiel kann man ja schon mal mehrfach durchspielen. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall weiß, weil am Anfang ja Dinge eingeblendet werden, die man sich freispielen muss. Ja, hier war wohl eine Wahlparty, ne? Ja, ja, scheint sehr erfolgreich. Das war wie Hillary Clinton. Ungefähr genau so viele Leute hat die auch damals bei ihren Wahlpartys begeistert. Der hier weiß gar nicht, dass irgendwas war. Der ist einfach wegen der Wärme gekommen. I don't usually give money to journeying teens. But you seem, what's the word? Pathetic. Das ist ja super gut. Ich meine, der hat mir, ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich schnorre einfach mittlerweile mechanisch jeden an, den ich treffe, aber... There's some cardboard right there. But I gotta warn you, I'm a snorer. Er gibt mir $3 und seine Pappe. Es ist wirklich zu nett. Aber bevor ich schlafe, mache ich jetzt noch mal was ganz Absurdes, Kurioses, wo keiner mit rechnet. Ich gebe ihm jetzt die $3. Ich bin sozusagen das kleinste Wirtschaftssystem von diesem dreckigen Trailerpark. Geht nicht mehr, jetzt will ich dir die Kohle geben, du blöder Rotzlöffel. Du alle, du hast es verdient, da versauer doch auf deiner Bank, du alte Pimmelgurke. Okay, ich höre gleich auf, aber es ist wirklich gut. Kann ich die Kassette klauen? Oh Mann, Dosenbeats, ich vermisse Dosenbeats. Ausschalten mit dem Scheiß. Okay, dann gehe ich mal pennen. Das ist natürlich voll geil hier bei der Musik. Da schläft man doch gerne. Ah. Das habe ich erwartet von Anfang an. When you left an open door, I couldn't help but explore. Hey, 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 wake up. Come hang out with me. With no plan. Thinking I could find a friend. So läuft's, liebe. Pappkartons haben sie magisch angezogen. Denn wer Pappkartons hat, der hat vielleicht auch was, was darin geliefert wurde. Ein Fernseher oder so. Oder ein Haus. You don't have any marshmallows, do you? Sorry, I ask everyone that. Anyway, it's nice to have someone normal around here. I left home at the start of the summer. I wanted to get out of Petria. Like you, I think. My dad thinks I'm on a big road trip. Truth is, I'm never going back home again. Bis die Flöhe kommen hier, oder die Zecken. Warte mal ab, das ist nur ein paar Nächte geil. Wobei, es sieht schon so aus, als hätte die sich schon ganz gut hier mit ihrer... Komm, jeder denkt jetzt an American Pie, erzähl mir doch nichts. Du hast dich hier gut eingerichtet, offensichtlich. Du hast alles, was du brauchst. Feuer, Posaune, Karo-Kissen, hier so eine Fahne, Dreieckfahne. Wofür ist die? Weiß nicht, ne? Hast du die Grenze gesehen? Es sind alles gute Fragen. A lot of times, actually. It's scary there. With all the security, I traveled there with my father for his work. Jetzt interessiert mich aber auch, warum du mit ihm da immer hingefahren bist. He works for the government. No big deal. Sometimes, yeah. But what scares me the most is going back to my old life. But enough about all that. Hey, why don't we play a little music? Ist das ein Euphemismus für irgendwas? Bist du sicher, dass ich deine Posaune, dass ich da meinen Mund anlegen darf an deine Posaune? Die ist ja ganz schön weit auch oben hier. Guck mal, ist das eine richtige Posaune? Ich nehme das kleinere Endstück da. Puh, da bin ich aber gut durchgekommen. Diesen Vulkan haben wir gut umtanzt, Simon. Heute werden wir nicht gecancelt. Don't be scared, man. Ach du Scheiße, muss ich jetzt... das ist ja geil. Na,
Not bad. Das ist der Hammer. Okay, now let's try it with the music. Ich will das als ganzes Spiel. So, jetzt wird geblasen. I should be recording this. Echte freie Blasmusik, die gibt es nur noch im Krieg. Gute Blasmusik gibt's nur noch im Krieg. Mit all dem Bums und Zarara und der Trommel und dem Zar, da ja, 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 ja. Wow, ich bin begeistert. Das war das Allergeilste, was ich je gesehen habe. Ich habe noch nie so was Lustiges gemacht. Alter, das war gut. Don't sweat it. I was gonna leave anyway. But I'm just sorry for you. Okay, ich glaube, sie, also mittlerweile bin ich mir sicher, sie ist einer von diesen 6 Teenies, die vermisst werden. Vielleicht wohnen die ja alle hier, vielleicht sind das alles die Teenies oder so, die alle abhängen. Vielleicht suche ich mir die aber auch Stück für Stück auf dieser Reise zusammen, ich weiß es nicht. That's sweet, but I think I need to travel on my own. It's important to me, you know? Schade, ich wäre echt jetzt gerne, also mit dir wäre ich wirklich jetzt mitgereist. Yeah, it's like we have to do this on our own. To become adults or something. Well, we should probably start packing, huh? Good luck out there. Oh, this is for you, to remember this moment. Hammer! Ein weiterer Song. Und ich kenne diese Kassetten noch. Oh, da sieht man schon hier das Band. Das wird sich bald abrollen. Und dann muss man das mit dem, ne, mit dem Stift wieder zurückrollen. Ich hab den Shit noch gemacht. Ihr kennt das nur als Meme. Eieiei. Ich kann doch nur trampen. Hammer. Also ein wirklich ganz tolles Spiel. Also ich laber natürlich viel rein und ich nehme so vielleicht auch ein bisschen dem Ganzen die Atmosphäre. Ah, es gefällt mir wahnsinnig gut. Das ist wirklich von vorne ein bisschen gut. Viel macht die Musik. Aber auch im Ernst, ich vergleiche das ja jetzt auch gerade so ein bisschen mit Life is Strange, so die Möglichkeiten der Interaktion oder die Gespräche und die Authentizität der Figuren. Und tatsächlich ist es komisch, weil Stan und Mitch sind dumme, bescheuerte Abziehbilder. Ja, ja, ich meine euch. Und Sonja ist auch einfach ein Vollhorn. Aber Zoe wiederum, Zoe ist ein echter Charakter, die lebt, die ist eine echte Person. Der nehme ich das ab. So, das habe ich jetzt nicht erwartet. To my dope ride. Alex. Alex darf noch kein Auto fahren, würde ich sagen. Ist das wirklich die Dosen? Du hast die Cartoon-Dosen an den... Alter. My man, driving is a state of mind. And I'm on a higher plane of consciousness. Oh, hell no! Das ist schon gut gemacht, wie die Dosen hier rumrollen, was hier hinten alles ist. Alles erzählt so ein bisschen eine Geschichte. Warum ist der Dude abgehauen? Was ist mit den ganzen Jugendlichen los? Ich meine, ich verstehe, die wollen aus dem Land raus, aber eigentlich müsst ihr doch studieren und es besser machen. Don't be one of those weirdo silent riders. Okay, komm, dann mach ich Mucke ran. Wobei, nee, ich finde die Mucke eigentlich gerade gut, die da läuft. Was ist hier? Der kleine selbstgebaute Computer von Alex. Yo. Ist hier auch der Nachname, oder... Wie kommt man am besten damit herum? Kennst du einen Weg, um die Grenze zu überqueren? I don't want to escape myself. But I know a guy who knows a guy who knows a girl who crossed using some secret tunnels at the border. Was auch immer nötig ist, um Veränderungen zu bewirken, Floris wird die Mauer zerstören, wenn sie gewinnt. Ich würde durch die Kanalisation kriechen, um zu entkommen. Ja, Mann, den ganze Nacht durch den Scheißetunnel, um am anderen Ende sauber wieder rauszukommen.
gonna be honest with you. Personal hygiene is very important to me. Dang. I think that's ex-mom. An ex-mutter? Yeah. She adopted me when I was 4. Then treated me real well. But homie needed to make a change. Had to drop her. She told me my bio parents were brigades. She knew that, but she never said nothing for 10 years. Ja, aber, ja gut, okay, ich will da gar nicht jetzt, aber vielleicht hatte sie ihre Gründe, verdammt nochmal. Komm, aber ich weiß auch nicht, wer die Brigaden sind, ich frag mal, aber seine Meinung ist auf jeden Fall biased. The supposed terrorist group? Guess I got radical blood coursing through these veins. So? Also die Proud Boys, oder wer jetzt? And that's why I ran away, and I'm on the road. Also jetzt musst du mal mit deiner Mutter reden. Ich glaube, es hackt. Maybe I should. Check the scanner at your feet. Nee, scanner at my feet. Ja, das ist ganz cool. Aber da habe ich doch noch was anderes gesehen. Nam, nam, nam. Soll ich, ist es Kanada? Soll das Kanada sein? Nein. Ich werde nicht stehlen. Er hat es irgendwie auch ein bisschen verdient, aber ich werde nicht stehlen. Alex? Are you there? Alex? Come in. Alex? Are you there? Alex? I need your help. Right there, dog. What you want, ex-mom? Oh, thank God. Baby, we got a call. The bank near our home's being robbed. I know things aren't great between us right now, but I need you to do your thing and access his cameras and tell me what you see. Deine Ex-Mutter ist bei der Polizei. Die kann ich aber scheinbar nicht auswählen, oder? Nee, kann ich aus irgendeinem Grund nicht auswählen. Fine. I'll help you with my super dope tech. But that's the last time, woman. Thank you, baby. Big Dog is not a baby. I'm gifted, but I can't do everything. You gotta get in the back. Yeah, homie, I'm in the intel game. Big Brother is watching us, so I'm watching Big Brother. Es sind halt selten diese ganz jungen Leute, sind meine Erfahrungen, die so wirklich hacken und den ganzen Shit beherrschen. Es sind halt, du musst halt irgendwie auch anfangen, aber es ist das Klischee, ist immer, dass die so mega jung sind. Das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Der kriegt doch nicht mal einen Internetvertrag, der kriegt nicht mal einen Smartphone-Vertrag. Der fährt hier Auto. Tweet the antennas to make the image clear and tell me what you see. Ex-Mom, give us a sec. I'm driving and homie is in the back. You're what? Yo, chill. Oh, er ist wirklich ein kleiner Bastard, aber irgendwie auch, muss man ihn auch bewundern. So, ich muss das hier irgendwie einstellen. Ich weiß natürlich gar nicht nach welcher Logik. Ich nehme mal an. Immer Stück für Stück. Probieren. Also wirklich gut sah das jetzt auch nicht aus. Und die ganze Zeit diese Carpenter-Brutmucke. Das finde ich richtig nice. Ich mag die sehr, auch wenn ich eben komisch. Die komisch. Nicht unbedingt mit dieser Art von Roadtrip verbinde. Aber irgendwie ist es ja logisch. Hat ja auch jeder anderen Musikgeschmack. Ja, reicht das denn? Nicht. Ja, das war wirklich... Das ist, komm, Simon, stehl mich. Nimm mich einfach mit. Er wird es nie erfahren. Doch, Mann. Er fährt, aber er wird es auch erfahren. Das ist doch irgendwie schon gefühlt fertig. Aber, naja, vielleicht die zweite nochmal. Ah, okay. We see two burglars, Exma. Male. Got it. You see any hostages? Was ist denn das für eine komische Technik hier? Aber mir soll's recht sein. Good. Anything else? Mein Gott. Da habt ihr euch dann Nintendo
irgendwie ausgerichtet. Ne? Immer alles schön dreimal, sonst raffen es die Leute nicht. Weil erst beim dritten Mal wird die Dopaminbelohnung so richtig spektakulär ausgeschüttet. Alles raus, was keine Miete zahlt. Oh, freut mich das. Oh, ich hab's schon wieder gemacht. Ich bin so smart. And homie says they're kind of dumb. Oh, not these guys again. Okay, I'll relay all of this. Thank you, baby. Homie, I'm a bit tongue-tied with Ex-Ma. Got any advice? Ja klar, du rufst sie bald an. Look, I'll call you soon, okay? Okay, baby. Sounds good. Alex. Yeah? You know I love you, right? Yeah. I know. Bye, Ex-Mom. Sorry you had to see that dog. Du bist so hart zu ihr. Maybe. Maybe I am being rough on her. Life, it's complicated. Alter, wie alt bist denn du? Schwafel mich doch nicht hier zu, als ob du irgendwie gerade aus deinem Bergwerk rauskommst. Ich hab gerade ein Haus gebaut. Anyway, thanks for helping me and Ex-Ma back there. Das hat tatsächlich Spaß gemacht. Look at us, man. Two fly homies on the road of life. Ich glaube übrigens, die beiden, die wir da gesehen haben, waren natürlich hier Stan und Manfred. Die beiden Dudes, ne? Die Kriminellen. Die offensichtlich Kriminellen, die schon aufgewachsen sind, die aus ihrer Mutter jeweils rauskamen mit so einer Stoffmaske, mit so einer Skimaske. So. Ich habe gerade die Vorstellung, wie wir rauskommen mit der Knarre und so. Wo ist der Tresor? Irgendwie so. Ich weiß nicht genau. Und ich so, nein, ey, ich weiß nicht, ich habe sie gerade nur geboren. Ich habe keine Ahnung, welcher Tresor. So kamen die raus. Entschuldigung. So, ich musste das kurz aus meinem Kopf kriegen. Stan und Mitch, genau. Oh shit, ich hab meinen Kopfhörer ausgezogen. So, drücke eine beliebige Taste. Oh, da, was machen die? Füttern die den Van mit meiner Energie? Saugen die mir was ab? Warum ist das so? Die letzten 350 Kilometer hättest du mich ohne Scheiß auch nochmal fahren können. In den USA ist das ein Katzensprung. Man kann die Musik oft gar nicht genießen, weil man irgendwie sofort wieder zum nächsten mitgerissen wird. Ständig ist ein Dialog oder eine Aktion oder ein Cutscene. Aber ich muss sagen, dass mir die Musik macht fast das meiste, also nee, nicht das meiste aus, aber sie ist hier wahnsinnig gut. Ja, das kennen wir ja schon. Das werde ich nicht machen. Ein Plakat, das für Jugendgrenzschutztruppen. Okay, ja, also einfach so Dödel, die... Ja, ich mach's mal kaputt, ne? Weil ich weiß, dass du es von mir willst, Spiel. Ah. Hätte mich jetzt interessiert, hätte ich das vielleicht gar nicht entdeckt. Fire Fine hat Geburtstag und ist 30 geworden. Ab jetzt geht's richtig bergab. Nein, das stimmt nicht. Ab 40 erst. Aber mit 30 fängt schon mal an. Du merkst, wie der Untergrund langsam schlüpfriger wird. Und wenn du wirklich fällst, dann brichst du dir wirklich was. Nicht einfach nur aua, aua, sondern knack, au! Au! Wochenlang! Au! Viel Spaß mit deinen 30. So. Der Schwingschwung. Seht ihr, das ist mein Schlüssel. Moment, ist doch dieselbe Ecke wie eben. Was mache ich denn hier mit dem Basie? Bäh! Bäh! Bam, bam, bam! Alle Neune! Riot! Warum mache ich das? Pam, 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 pam. Mmh.
Also hier wohnt doch keiner mehr. Die hätten doch längst schon irgendwie, naja, die Polizei wahrscheinlich nicht gerufen. Was wollt ihr tun? Wen wollt ihr rufen? Ich wechsle hier ständig die Seiten, ne? Ich weiß überhaupt nicht genau, was ist hier los? Oh, da ist eine Kassette. Na gut, dann lasse ich euch jetzt in Frieden. Ihr habt mir Musik gebracht. Jetzt hier das Öl verteilen, alles anzünden. Nein, 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 das machen wir nicht. Wow! Ich sag gar nichts, weil da mache ich immer am meisten Angst mit. You can talk to me. I'm trustworthy. Ich gehe dann jetzt mal rückwärts mit dem Baseballschläger schwingend. Wenn sie reinlaufen, ist ihr Problem. You, aren't I? Nee, Digga, ich red nicht gern. Sorry. Follow me. I wanna show you something. 125%ig nicht. Follow me. Ah, ah, oh, oh, oh. Ja. Wow, du bist mir wirklich absolut ein unfähiger Lappen, ey. Ja, der Typ ist ja immer noch da. Impressive, isn't it? Ja, ich muss zugeben, es war schon irgendwie geil. Man fragt sich, was hier los war. It's not like one. It is one. You know, you remind me of someone. Never mind. The brigades used to live here. In fact, this is where they planned the attack in 86. Don't insult me. But someone I loved was. Das scheint ja so ein durchaus übergreifendes Thema zu sein, ne? Dass da Familien entzweit werden und Beziehungen entzweit werden und Freundschaften entzweit werden durch politische Ansichten. That's so deep. Oh, I can't fathom the deepness. Ah, okay, ich hab's völlig verstanden. Jetzt hab ich's verstanden. Oh, es ist wirklich hart. Tyrak found it. After the attack, those still here were arrested. Many were never heard from again. Go on, take a look around. That's what they called the radio tree. They used it to make their radio broadcasts. You're looking at what allowed them to recruit their members. Also das ist quasi Infowars oder eine Million gesperrte Subreddits auf Reddit, quasi. It is terrible. That's what I wanted to show you. I think we should break. Ich habe nur break gehört. I did. We should break it. Okay, okay, okay. Ja, Mann. Diese Scheißbrigaden, die ich überhaupt nicht kenne, sie haben offensichtlich es verdient, weil der Typ mit der schlimmen Stimme, als hätte er irgendwie den Whisky einfach glasweise gegessen und der Kippe im Maul, der sagt mir, das ist geil, wenn ich das hier mache. Und ich will cool sein wie er. hoffentlich gehört das keinem. Das tut mir jetzt tut's mir ein bisschen leid. I like to smoke after therapy. Okay, jetzt ist er gefällt mir. Er ist cool. What goes around comes around. I know that. Da kriege ich schon die kleine Revolutionsfaust. Das ist schon eine sehr wichtige Antwort. Nee, er antwortet nicht. Naja, vielleicht später. Kommt da später nochmal. Well, they took Lola, his wife. Ich hab getrunken. Ihre Frau? Was? Wer ist das? Wie bitte? Lola was my daughter. The brigades.
took her away from me. Das ist natürlich echt scheiße, ne? She was just 16 when she joined them. Her biology teacher, Bob Winters, recruited her. She always liked Bob. I'm saving him for last. Never mind. Today's a day for healing. Mein Gott, Entschuldigung, aber dann das Auge irritiert mich. Ich bin sicher nicht der Erste, dem das auffällt, aber da ist irgendwas ein bisschen schief. Er redet halt echt nicht gern. Wir können es eigentlich nur die ganze Zeit anknurren. When the day came for the attack in 86, they sent her and some other members to the wall. The detonation didn't go as planned, I guess. And she was buried beneath the rocks. Ja, mein Gott, das muss ich mir ja nicht jetzt aufs Brot schmieren. She wanted to be a paleontologist. Someone who studies dinosaurs. She knew everything about them there was to know. Their names, what they ate, everything. Es ist schon sehr lustig, weil, also lustig, es ist ironisch, weil er halt vor diesem Wohnwagen sitzt, wie ich auch gerade merke, ne? Diese Dinos, wir haben ja auch den Brief gelesen und so, wir haben ja diese ganze Geschichte schon so ein bisschen mitbekommen. Yeah, of course she decorated it with dinosaurs. This was a mistake. It didn't help. None of it. Destroying the tree, talking, it only made things worse. You should run. Nö, wir haben das zusammen angefangen. Wir werden diese Therapie nun beenden. Ich bin ja schließlich ein anerkannter Therapeut. Ich habe lange studiert. Was? Jetzt kommen Sie her, lassen Sie es. Mein Gott. Das war dieser Moment, wo ich merkte, dass meine Idee mit der Baseballschlägertherapie kein Erfolg war. Ich hatte auch keinen mehr. Tja, 3 Outs. Nee, 3 Strikes out, ne? So ist das. 3 Outs, Strike. Ich nehme aber noch schnell dieses Geld mit. Ja, $3. Geil, das hat sich jetzt schon gelohnt. Ich kann hier gar nicht. Ich dachte, ich kann hier irgendwie rüber, weil hier diese Symbole sind, aber ich muss einfach nur wieder zurück. Also, ich muss mal ehrlich sagen, das ist schon sehr interessant, wie das alles so zusammenpasst. Und ich kann hier nicht zurück, oder was? Oh Mann. Na gut, dann... Das ist wichtig. Pistole mit dem... Ich wollte jetzt so einen alten Otto-Witz. Aber ich glaube, das würde jetzt in diesem Fall wirklich nicht gut... Das würde nicht gut ankommen. Wirklich, ne? Respekt. So, aber ich dachte auch, dass jetzt eine Katze hinkommt oder so. Krass, ich komme nicht weiter. Ich häng fest. Über die Antenne, sagt jemand. Oh Mann, natürlich. Ja. Ihr seid Genies. Also eigentlich bin ich ein Genie, weil ich habe das hier Ding so umgehauen, dass das hier passt. Aber ihr könnt gerne den Credit einstreichen, wenn es denn sein, wenn ihr es braucht für euer Ego. Das ist... lache ich ein bisschen drüber, ne? Was ist das denn hier? Gar nichts. Das ist das Problem, wenn man aus jeder blöden Rechnung gleich eine Textur machen muss. Dann weiß keiner mehr, was ist echt. Fuck. Oh nein. Der hat sich jetzt aber nicht das Leben genommen, weil ich mit ihm irgendwie... Habe ich falschen Antworten gegeben? Ich weiß es wirklich gerade nicht. Das würde mich jetzt schon ganz schön berühren, weil er ja tatsächlich eine scheiß Geschichte hinter sich hat. Ich meine, so wie ich es verstehe, hat sich die Tochter dieser Organisation angeschlossen. Es geht um Politik, es geht um bla bla bla, ne? Und einer ist böse und die anderen sind die Guten. Und sie hat sich dem Bösen angeschlossen und er ist deswegen stinksauer und gibt der Reporterin von Blöd NN
mache ich jetzt nicht wegen CNN, sondern weil sie blöd ist, gibt sie die, hat quasi Hass auf sie, gibt ihr die Schuld und denkt, ich habe währenddessen jetzt einfach weil das mittlerweile völlig ohne, dass ich drüber nachdenken muss, penne ich in diesen Holzhundehäusern mit ein bisschen Pappe drumrum. So, vandalieren! Nein, das ist ja wirklich klar. Ich mach's aber mittlerweile, vielleicht ist das auch Teil der Message, finde ich tatsächlich sehr interessant, weil ich gerade drüber nachdenke. Moment, jemand hat sich den Guten, sie hat sich, glaube ich, den Guten angeschlossen, schreibt der nette Erich. Verdammt. Aber wenn der nette Erich schreibt, sie hat sich den Guten angeschlossen, ist wahrscheinlich am Ende die doppelte Negative und so, ne? Löst sich auf in nichts. Also ich weiß es nicht genau, der Chat weiß es auch nicht so genau. Es ist sehr interessant. Jedenfalls frage ich mich gerade, mache ich das hier mit dem Vandalieren nur, weil es mir von allen eingeimpft wird? Ich sag's mal so, das Spiel hat mich definitiv mega gekillt am Ende. Wenn am Ende rauskommt, dass Rot die Guten sind und Blau die Bösen und ich nur in dieser Welt bin, die mir das einredet, wobei ich mir nicht sicher bin, ich sag nur, das würde mich echt überraschen, weil ich damit halt gar nicht rechne. Und der Grund, warum ich das hier mache, ist ja wirklich nur, weil ich Angst habe, dass das irgendwie meine Umgebung falsch bemerkt. Also so ein bisschen wie Virtual Signaling, was ihr ja kennt. Ich möchte nur mal sagen, all diese Aussagen von mir, das ist nur eine Analyse des Spiels und der aktuellen Kultur. Ich habe keine allzu große Meinung zu dem ganzen Thema, wenn ich ehrlich bin. Und ich analysiere das nur. Also ich gebe euch hiermit, auch wenn ich meine Witze mache, ist das keine politische Meinung sozusagen. Ne? Nur damit das jetzt nicht falsch verstanden wird. So. Da war ein Grandzähler 12. 12 mal schon mitgenommen oder 12 Autos? Also, ja, ich hab's fast. Okay, die Grenze. So, jetzt kommt's. Ja, Virtual Signaling. Genau das lustige Knie. Aber es gibt eine Space-Folge. Also es gibt so eine Serie aus den 90ern, Space 2050 oder so, vergesse ich immer wieder, wie die Zahl ist. Da gibt es eine Folge, die genau das hat, glaube ich. Oder es war eine Outer Limits-Folge, irgendwas. Die kämpfen gegen eine Macht und stellen am Ende fest, ich wurde verarscht. Das war alles nur Illusion, Hologramme. Das waren eigentlich Zivilisten, Frauen und Kinder, die ich als Soldaten gesehen habe. Das ist geil. Das ist ein geiler Impact. Rain won't quit, will it, young blood? I haven't been sleeping well lately. Dich kenne ich doch. Yeah, a lot of long nights on the road. That's the life I signed up for. Nur damit ich, entschuldigen, wenn ich jetzt nochmal kurz zurückkomme, aber weil im Chat es gerade jemand sagt, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Moment, ich will es mal kurz zu mir raussuchen. Und zwar, da schreibt nämlich Dizzy Annihilator, schreibt die Brigaden, das sind also diese Gruppe, denen sich die Tochter angeschlossen hat von dem Typen mit dem Hut und den Zigaretten, die Brigade wollen doch die Mauer kaputt machen, also sind das die Guten. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also wenn das so ist, ich habe es so verstanden bisher, dass die Brigaden irgendwas gemacht haben, um das zu verhindern oder haben irgendwie bei den Demonstranten einen Anschlag oder so verübt. Ich bin mir nicht sicher, was da am Ende passierte. Aber ich habe das so verstanden. Aber ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast recht und die wollten das. Also eigentlich sind sie Guten, aber trotzdem hat es eben dazu geführt, ne, wie diese Demonstranten, wo dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo das passiert ist, auch USA, auch ein Jahr her oder so, wo dann einer von diesen Dödeln, der dann ja auch aus einem politisch anderen Lager kam, da irgendwie in die Menge reingefahren ist und einfach auf dem Gas blieb. Und da sind ja auch ganz viele Leute überfahren worden und so. Also vielleicht einfach Pech gehabt quasi. Pech gehabt nicht, ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt auch nicht zu lange schwafeln, aber mir kommen diese ganzen, das ist krass, wie lange das alles schon her ist und wie viel Bullshit eigentlich, was das angeht, schon passiert ist, ne? Wie viele Leute wahrscheinlich wahllos ihr Leben verloren haben, weil sie einfach morgens, mittags, abends gesagt haben, so, ich gehe mal zu einer Demo, noch mit einem handgemalten Plakat oder so. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Oh Mann, ey. Dieser Typ dieser junge Kerl mit der M16 oder was das war, mit dieser Waffe, der irgendwie mehrere erschossen hat und das hat ja auch noch eine Geschichte. Wahnsinn. Fucking Wahnsinn, Alter. Okay, aber zurück zu dir, lieber LKW-Fahrer. Du hast mir gerade 3 Minuten lang dabei zugeguckt, wie ich mit mir selbst rede und dabei ganz wirre Grimassen mache. Wirst du einschlafen? Das ist meine wichtigste Frage. Mr. Grizzly can't drive himself now, can he?
but let's have a little chat. You start. Man könnte annehmen, er ist so ein typischer Redneck, aber er hat natürlich das B-Symbol. B steht für die Buten. Nein, also B ist ja dann wirklich, das ist ja auch eben, damit haben wir eigentlich die Lösung. Er ist, glaube ich, einer der Guten und B sind dann die guten Rebellen. Das will ich wissen. Well, it's dangerous, that's for sure. Deshalb müssen die Leute wählen gehen. Wenn ich die Grenze überquere, kann ich anderen helfen. Bin ich nicht der, der von der Polizei gesucht wird? Gut, wir wissen es nicht genau. Es ist immer dasselbe so ein bisschen. Super schwierig, da eine Wahl zu treffen, weil natürlich ist die Wahl wichtig. Frage ist genau, was genau? Ja gut, kannst du wirklich anderen helfen? Weiß nicht, wie denn? Sollen die dann bei dir pennen oder so, wenn die auch flüchten? Wie? Und das kann ich aber im ehesten verstehen. Oh well, get to the border. Then pick a lock, get in one of the trucks at the gate. And don't make a sound. That part's very important. Das war gerade der Tipp, Leute. Das war der Tipp, der mir wirklich geholfen hat. In einen LKW, sich da verstecken, sodass der LKW-Fahrer selbst nichts davon weiß. Whoa, hey now. No one touches my radio but me. Found my tapes, huh? Took your tapes, huh? Each one comes with a ton of memories. Took one, did you? Well, just take care of it. Der hat mich halt voll ertappt, Alter. Der hat mich voll ertappt mit seinem 8-Ball-Schaltknüppel. Ja. Alter, was geht hier ab? Mach doch mal, ey, Digga! Mach schnell Musik an! Mach die Musik an! Dreh auf laut! Hey now! Du Pisskopf! Das gibt's ja wohl nicht! God damn! This old lion's tired! Du weißt, was mit alten Löwen passiert, ne? Sie werden fucking gefressen! Haha! I like you, young blood! My acupuncturist says I got large chi reserves below my spine. Well, I'll just tap into those and. Good to go. Also das mache ich nur, weil ich wissen will, was dann passiert. Aber ich könnte für dich singen. Bitte nicht einschlafen. Immer geradeaus. Fahr immer geradeaus. Nicht einschlafen. Hallo. Ha, ha, ha. Nicht einschlafen. Immer gerade. Okay, so wäre der Song, wenn ich ihn wirklich machen könnte. That's a no, all right. But you should rest. Need your energy on the road. Der will mich vergewaltigen, während ich einschlafe. Ain't got all my fingers. Ja, Finger, genau. Das, du bist ein schlimmer Finger und deine kommen nicht in meinen. Nee. Wie kann ich wach bleiben? Gibt's hier irgendwo Red Bull? Kann ich da drin und dann zumachen? Na gut. Ich vertraue dir mal. Ich vertraue ihm nicht. Vertraut keinem Truckfahrer. Also niemandem. Schlaft nicht einfach ein, wenn ihr trampt. Seid ihr bescheuert oder was? Das gibt's doch einfach nicht! Du absoluter furchtbarer Mensch, du! Was geht mir dir ab? Emergency! Ich will weg hier! Lass mich raus! I guess we did, didn't we? But you gotta get this cargo somewhere fast. Was ist denn das? Was genau? Adult diapers. Yeah, don't make fun of me. Oh, just up the road. Yeah, only one solution. You gotta make me an Omen Vitality. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich mixe irgendwas. Get in the back. I'll explain. Ich muss ja dazu sagen, der Ex-Mann meiner Schwester
Das ist, glaube ich, richtig. Mein Ex-Schwager, der war, eine Zeit lang hatte der auch so ein Transportunternehmen und dann auch LKWs und hat die dann auch meistens selbst fahren müssen. Und ich fand das natürlich früher, als ich sehr jung war, sehr, sehr geil. Oh, LKW fahren. Ganzen Tag on the road again. Oh, about a boat, a road again. Das, ne? Und dann bin ich mit dem gefahren, hab gemerkt, Alter, es ist mega scheiße, das Ding stinkt die ganze Zeit nach Furz und du isst nur Dreck und das schmeckt auch nicht und dann langweilst du dich nach ungefähr 10 Minuten. Fängst du an, dich zu langweilen. Und dann fährst du aber noch 12 Stunden. Augen auf bei der Berufswahl. Das sage ich dazu. Sorry about the mess. I'm not the cleanest hombre. Oh, jetzt muss ich auf dem seine alte, vollgewichste Bumsecke da. Ah, oh, ist das ekelhaft. Kann mir doch keiner erzählen, dass die... Hier bin ich erstmal mit der UV-Lampe. Ach, egal. Ich bin wirklich der kriddeligste Tramper aller Zeiten. Ja. Er mag Motorräder. Das ist völlig überraschend. Da hätte ich nie... Wäre ich da drauf gekommen. Aber mag er denn auch live Energy Drinks? Ich bin mir nicht sicher, ob er die mag. Das ist sehr weird. Das ist ein Resident Evil weird. Resident Evil Rätsel weird. Ich such dir mal dein Kokain, damit du nicht wieder... Ich stehle ihm nicht das Geld. Ich such dir dein Kokain. Wo hast du das sonst immer? Ihr Truckfahrer seid doch alle auf irgendwas. Wo hast du das? Also davon sehe ich hier nichts. Das könnte genauso gut Raphael, der 20-jährige Entwickler dieses Spiels sein. That's Connie, Youngblood. Beautiful, isn't she? Jemand schreibt nicht in die Thermoskanne gucken. Vor allem nicht dran riechen. But Connie's no longer with us. She passed away 10 years ago, when the peak collapsed. That's how I lost these fingers. Trying to get to her under the fallen rocks. Fuck, man. Truth is, I'd have given my whole arm, my whole life to save her. She was the wind in my sails. And I'll miss her for the rest of my days. Es ist lustig, weil der Chat hat Delay. Und während ich schon an dem Punkt bin, dass ich sage, ja, okay, es tut mir leid, dass ich mich lustig gemacht habe über die Frau von dir, sagt der Chat noch, es sieht aus wie Valentin. Euer Delay ist, finde ich, sehr beleidigend. Ah, Conny. Ginseng, Gurke, Kaffeebohnen. Ginseng, Gurke, Kaffeebohnen. Ginseng, Gurke, Kaffeebohnen. Ginseng, Gurke, Ginseng, Gurke, Ginseng, Gurke, Kaffeebohnen. Böde, böde. Böden, bö. Ginsei. Most ingredients. Bohnen. Hier ist ein Kühlschrank. Das ist kein Kühlschrank, ne? Das ist ein Safe oder so. Ah, Ginsei. Kaffeebohnen. Ey, Digga, wo ist denn dein scheiß Kühlschrank? Du Spacko, wo ist denn der Dreck? Ich mach mich wahnsinnig, wo ist denn der Shit? Chat, sag mal was. Mucke kann das Spiel. Mach das Getränk beim nächsten Mal. Wo ist denn der Fridge, Mann? Cucumber should be up top. Das ist die Wand. Cucumber. Ist das keine Cucumber? Das ist doch eine Cucumber. Cucumber? Das ist eine Cucumber. Was ist der... Gurke greifen. That's what she said. Ich habe sie. Look at me, it's Gurkenmon. Check for the beans at the bottom. Ja, ja, ist ja gut, ey. Du kannst die Beans. Ich weiß, wo die Beans. Glaub mir, ich habe die Beans 100 Millionen Mal mehr gecheckt als du, Alter. You can grab them. Etwas starker Kaffee. Babadoobow. Hell yeah! Good too! Woo! So strong! Damn! Hey, my drink almost ready!
Ja, ich gebe ihn dir gleich. Ich mache ihn dir gleich. Ja, ich muss den ja selbst trinken. Das ist ja furchtbar. But it's the awfulness that keeps you awake. Keep the recipe. It'll come in handy. Okay, Fähigkeit erlangt. Omen Vitality. Now, time to put the pedal to the metal. Welcome to ride with me further if you want. Your choice. Nee, ich fahr mit. Wir haben's doch fast. Grenze. Grenze. Das ist der Grenzensong. Grenze. Ey, ich wäre so ein guter Musiker, Alter. Die Leute würden mir das die Bühne einrennen. Grenze. Nein! Ich darf richtig rumlaufen! Nur mit Weg und Laufen und so! Ey, das ist wirklich gut. Ja, was war da? Das ist ja langweilig, ja wie Fußball. Ja, aber da lag da noch was? Ja. 44 Beine rasen über den Rasen ohne Ziel. Und weil sie so rasen müssen, nennt man das ein Rasenspiel. Heinz Erhard. Read it. So, jetzt mal ernsthaft. So, wir sind, ich glaube, kurz vorm Ende der ersten, des ersten Durchlaufes. Ich nenne es mal so, weil ich wirklich nicht weiß, was hier passiert. Okay, wir laufen abseits der Straße. Ja, jetzt merkt man natürlich, dass die Umgebung eher gebaut ist, um, sag ich mal, dran vorbeizufahren. Besonders die Bäume träumen von Bäumen, die besser aussehen als sie. Aber es ist schon schön. Das Gebirge sehr markant. Was ist das denn hier? Ja, wie so Rohrpost, ne? Als könnte man sich selbst dahin liefern lassen. Krass, was ist denn hier los? Warum ist das alles so komisch? Was habe ich davon noch nicht gehabt? Nee. Ja, das ist schon okay. Okay. Beidhändig. Ich muss aufhören damit, aber es ist wirklich, ich könnte es den ganzen Tag machen. Ich könnte den ganzen Tag einfach nur hier rumstehen und dumm rumgestikulieren. Ich weiß auch nicht warum. Weil die Mucke einfach geil ist. Okay, da ist der Fußball. Oh nein! Fußball! Okay, es reicht, ne? Es reicht. Es ist gut. Aber es macht auch fucking Bock. Ja, hinter dem Wasserfall geht's weiter. Wirklich, immer. Vertraut mir. 1 Million Zeldas können nicht lügen.
Oh, Vandalismus. Nee, ganz im Ernst, weißt du was? Hier spray ich nämlich einfach mal gar nichts, weil das nämlich der fucking Natur ist. Und niemand hat jemals gesagt, Mensch, das würde aber besser aussehen, wenn da jetzt irgendeine politische Scheiße aus dem Jahr 2020 da jetzt auf diesem großen Naturfels, der da seit 1 Million Jahren steht, stehen würde. Diese Rohrpost, ne? Dieses seltsame Rohr, das ist doch irgendwie komisch. Soll das heißen, dass da ein quasi ein Rohr mit Abfluss, Abfall, Wasser oder so, dass das quasi in diesen schönen Wasserfall geleitet wird, ne? Jetzt habe ich aber leider, jetzt habe ich es nicht geschafft, mich in so einem LKW zu verstecken, weil ich halt gar keinen gesehen habe. Bin gespannt, ob ich das vielleicht gleich noch machen kann. Es scheint mir, als würde ich jetzt versuchen, über das Gebirge zu kommen. Da ist natürlich, also ich habe im Chat mehrfach gelesen, es geht wohl, hier ist der Stau. Vor der, oh Mann, da komme ich doch nicht einfach hin, das kannst du vergessen, da kann ich doch nicht einfach, kann ich da irgendwo anders lang? Weil, shit, ne, geht nicht. Also wenn ich das alles richtig deute, komme ich da einfach nicht so durch. Und ich suche ja diesen LKW. Lagerplatz, vielleicht ist das ja einer. Könnte das einer sein? Da ist niemand, das ist kein Stau, oder? Die stehen da einfach nur. Okay, aber wie komme ich da hin, ohne dass ich hier einmal quer durchgehe? Das ist, das geht nicht. Bin ich jetzt schon im gelobten Land Kanada? Weil manche im Chat haben geschrieben, dass es hier um die Flucht nach Kanada geht, nach der Machtergreifung eines Diktators. Oder der politischen Wahlentscheidungen, die dazu geführt haben, dass ein Diktator wiedergewählt wird. Ich weiß es nicht genau. Dafür muss ich es häufiger spielen, glaube ich. Komm, Glücksschwein. Deswegen bin ich nicht reich, weil ich für sowas mein Geld ausgebe. Ich habe quasi gerade einfach nahezu 60% von meinem Einkommen ausgegeben für ein Glücksschwein. Und ich kann's nicht mal lesen. Hallo? Ja, ich kann's ja nie lesen. Some items to help you on your journey. Special 10-year commemoration of the collapse. There's some never before seen footage there. I'm not much for conspiracy theories. Normally. I hear there are incriminating government docs out there. If we could just get our hands on those. Keep it down, kid. You want to get my wife and I busted? Can we trust you? Okay. Some kids. Ihn erinnern wir, ne? Der war bei dem Wohnwagen dabei. Of course, there's no guarantee you'll get past security. They got all kinds of security measures. I hope you find your freedom, kid. We'll be rooting for you. Naja, also andere sagen jetzt wieder, es ist nicht Kanada. Es ist ja eigentlich auch egal, ne? Es ist ein Unterdrückungsstaat, dem man entkommen will. Und das ist ja wirklich auch interessant, weil wenn man mal... Also man macht sich so lustig und man hat das in Spielen gesehen und man hat das in Filmen gesehen und man sieht das dann in einer reduzierten, minimalisierten Form auch eben in diesem Spiel jetzt in einer virtuellen Welt und kann sich ein bisschen natürlich beömmeln, weil es... Die Welt ist nicht so simpel, aber... Wenn ich das so sehe und überlege, fuck, Alter, du bist da in einem Land, das ist voll scheiße. Entzweit deine Familien, alles, was du irgendwie kennst, ist dann mehr oder weniger nur noch halb so viel wert und du musst dich bekennen, du kannst nicht in der Mitte bleiben, du musst die eine oder andere Wahl treffen und eigentlich ist nur eine richtig und dann kommst du aus diesem Land noch nicht einmal raus. Das ist ganz schön scheiße, wenn ich mal ehrlich bin. Also da kann man ruhig... Da kann man ruhig auch mal eine alte Felswand ansprühen vor Wut. Ich kann das nicht. Ich kann das noch nicht. Ich habe Knacken nie gelernt.
Okay. Weiß ja, ich muss ganz ruhig sein. Darf ich jetzt hier rumlaufen? Ich habe Angst, dass wenn ich rumlaufe, es direkt Ärger gibt. Was haben die denn hier? Kann ich hier was klauen? Direkt, weißt du, einfach gleich das ganze Image zerstört. Ich behalte es erstmal. Noch habe ich genug. Noch habe ich genug Energie. Ja, Mann. Sneaky Simon fährt im LKW. Über die Grenze. Keiner merkt's. Keiner merkt's. Keiner mehr merkt's. Kretschmer, Simon Kretschmer. Jetzt mal ernsthaft. Mach auf, ich muss zurück. Oh, ich hätte die Fresse halten müssen. Ich hätte die ganze Zeit rumgeguckt. Kretschmer, Simon, Kretschmer. Jetzt traue ich mich nicht mehr rumzugucken. Kretschmer, Simon, Kretschmer. Der Spion. Was kann ich machen? Kann ich ihm das Essen? Kann ich ihm nicht das Essen irgendwie anbieten? Kann ich ihm nicht das Essen quasi hinwerfen? Dann ist er voll happy. In Cartoons funktioniert das. Beweg mich mal ganz langsam. What is it, girl? Ja, aber jetzt bin ich doch, stehe ich doch direkt hier in der Scheiße. Okay, ich bin auf dem Chassis irgendwie noch von dem LKW. Oh, das ist ja wirklich unangenehm. Da rüttelt es einem ja alles aus dem Hintern raus. Ich drücke. Been arrested. No one said it would be easy to reach the border, let alone cross it. Ich habe ganz viele Plakate durchgestrichen. Ist das gut oder ist Feuer gut oder schlecht? Ist Feuer gut oder schlecht? But for one journey that ends, others are only beginning. Alright. Also das war auf jeden Fall interessant. Ich bin mir nicht genau sicher, was ich hätte machen sollen. Ich hatte nur zwei Energiebalken, die ich mir hätte mit dem Snack hätte auffüllen können. Ich dachte aber, weil es hieß behalte, dass ich vielleicht, ne, diese alte Nummer, wenn sie einem irgendwie hier diese Schokoküsse geben als Kind und sagen, so, wenn du 10 Minuten durchhältst, ohne den reinzuschlingen, du fettes Schwein, dann kriegst du noch einen, damit du noch dicker wirst. Und die meisten schaffen es nicht. Und genau so ging es mir, ich habe es nicht geschafft. Ich dachte mir, ich heb mir das auf. Nee, andersrum. Ich habe gedacht, ich bin smart, ich heb's mir auf und habe deswegen, aber ich hätte den kurzen Erfolg suchen müssen, weil genau zwei Energieblöcke hätten mir wahrscheinlich gefehlt, um problemlos
einmal irgendwie da durchzukommen. Stattdessen war es in der allerletzten Sekunde ganz, ganz knapp. Ich finde es super interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein ganz abgefahrenes Konzept. Ich weiß überhaupt nicht... Ah, ich verstehe. Ich verstehe, okay. Es ist nicht immer und immer wieder spielen. Es ist immer und immer wieder versuchen zu fliehen, bevor quasi die Wahl stattfindet. Oder man muss mehr oder weniger erkennen, dass es nicht um die Flucht geht, sondern darum, da zu bleiben und darum zu kämpfen, dass sich was ändert. Habe ich die Scheiße gerade gelöst oder was? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es so in die Richtung geht. Weil nur das würde erklären, dass man immer wieder neu anfängt und eigentlich ist verlassen, ist ja kein ehernes Ziel. Ist ja nichts, worauf man abhauen, ne? Irgendwie flüchten, ist ja nichts, was positiv konnotiert ist, sondern das ist halt was man macht, wenn alles verloren ist. Aber vielleicht ist ja noch gar nicht alles verloren. Vielleicht geht ja da noch einiges, ne? Man weiß es nicht. Aber ich glaube, es geht in die Richtung. Ja, finde ich ein tolles Spiel. Ich habe ja bisher noch nicht so viel gesehen. Ich wusste, dass es, wie gesagt, eben immer wieder weitergeht. Ich dachte aber offen gesagt, es ist so ein bisschen wie Time Loop. Heißt das so? Time Loop? Ja. Also wo man eben wirklich immer wieder neu anfängt. 6 Durchläufe wird mir gesagt. Also 6 Versuche oder 6 Varianten hat man. Omen Vitality, hast mehr Energie. Ah, wegen dem Rezept, ne? Naja, sehr, sehr spannend. Also, ich werde das, denke ich, auch nochmal weiterspielen. Ich habe auf jeden Fall Bock, mindestens einmal noch weiter, also es ist ja noch gar nichts, es ist ja eigentlich jetzt gerade erst Prolog. Insofern werde ich mir das nochmal angucken. Ich kann es euch wirklich jetzt schon empfehlen. Ich glaube auch, das ist eins von diesen Spielen, was durchaus gewinnt, wenn ihr es selbst spielt und jetzt nicht unbedingt mit mir zusammen spielt. Ich glaube, das Spiel hat mehr davon, wenn ihr es später nochmal mit mir anguckt. Das ist auf jeden Fall essentiell. Da kann man mehr oder weniger, das ist ein No-Brainer, das ist gesetzt, ne? Das ist Go-To, nochmal klicken, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist wirklich was man sich eben privat antun sollte und selbst reinkommen sollte und selbst diese Atmo, die mich echt beeindruckt hat, auch mit der Mucke und so, ganz ohne mein Geschwafel und ohne meine dumme Scheiße jedes Mal sich angucken. Ich glaube wirklich, dass das ein Spiel ist, was davon profitiert. Danach seid ihr natürlich verpflichtet. Das ist, wie gesagt, ne, das erwarte ich, dass ihr euch dann nochmal das VOD anguckt oder meine Reaktion darauf, auf meinen Fortschritt. Aber ich muss sagen, danke an die Strauß, danke an die Leute, die 1, 2, 3 Leute, die das mir mehrfach erwähnt haben. Ich habe es wirklich immer wieder so im, ne, ich habe eine Liste mit 1 Milliarde Spiele, wo ich immer, wenn ich mal nicht genug habe, was selten vorkommt, reingucke und mir dann was runterlade. In dem Fall habe ich es fast verpasst. Und jetzt bin ich echt dankbar, dass ich das noch mitnehmen konnte, weil wenn ich das jetzt in ein paar Jahren entdeckt hätte, wäre es auch noch cool, aber dann würde ich mich die ganze Zeit ärgern, dass ich das jetzt irgendwie verpasst habe. Ich wünsche euch um 20 nach 0 noch einen schönen Dienstagabend und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nächste Woche geht es ja auch wieder weiter, selbe Stelle, selbe Uhrzeit, mehr oder weniger. Außerdem gibt es diese Woche irgendwann eine weitere Folge Evil Within 2, die habe ich schon aufgenommen. Ich weiß nicht genau, wann sie läuft. Aber wir haben, glaube ich, noch so 3, 4 Stunden im Spiel. Also nach dieser Folge wird es vielleicht noch 2 weitere Folgen geben. Und dann sind wir auch da wieder durch und haben wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, Freiraum für neue Sachen, für neue Eindrücke. Und ich hoffe, das wird euch auch gefallen. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss und wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Bis dann.